Moin Leute, willkommen bei unserem Whisky Adventskalender 2022. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen. Vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür müsst ihr euch beim Newsletter anmelden und dann seid ihr schon dabei. Und jetzt viel Spaß. Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Barrabees. Heute mit einem ganz besonderen 20-jährigen Whisky. Und 20%? Was ist das? Bernstein. Es ist Bernstein. Krass. Es ist so mittelhell. Ja, ziemlich mittelfarbener Bernstein. Geil. Und riecht phänomenal. Ich habe unfassbare Notes. Ja? Aber ich lasse dir den Vortritt. Erste Assoziation, die ich damit hatte, war tatsächlich Tomatensoße. Richtig fruchtige, vielleicht so wie Miracoli. Das ist übrigens keine Produktplatzierung. So ein bisschen in Richtung, ja, leicht zuckrig, tomatig, Basilikum. Basilikum ist gut, ja. Ist meine Assoziation. Vielleicht so leicht Oregano. Hast du auch Tomatenmark reingemacht an die ganze Klamotte? Mhm. Okay. Zwiebeln. Aber Oregano trifft es auf den Punkt. Findest du? Das ist das Gewürz, was wir hier drin haben. Und er ist sehr sauer, das stimmt schon. Werde auch gleich sehr sauer, ey. Inwiefern? Ich rieche nicht so viel mehr. Ich habe mich da jetzt drauf eingeschossen. Naja, es ist schon süß. Parallel. Du hast ja auf jeden Fall wieder Zucker. Ja. Das kann man ja auch übrigens an seine Bolognese dran machen, ne? Auf den Zucker. Ist so. Ja, klar. Warum nicht? Ich dachte, du meinst das Whisky, den hier. Ja, einen kleinen Zuckerwürfel anstatt den Eiswürfel. Warum nicht? Komm, ich würde sagen, nicht lang schnappen, Kopf in den Nacken. Slanschwa. Brennt. Wieder vom Allerfeinsten. Ganz schwere Nummer. Uiuiui, der Abgang hat aber ein richtiges Geschmäckle. Ja. Das ist ein Brett. Florale, erdige Noten auf jeden Fall, die jetzt hier durchkommen. Uiuiui, der. Also der hinterlässt. Oh ja, das ist gut. Richtig schokoladig. Der hinterlässt einen fast schon tauben Mund. So alkoholisch kräftig ist der. Auf jeden Fall. Füllt mit seiner Aromatik den ganzen Raum, Mundraum aus. Irre. Bespielt dabei vor allem immer noch so die süße, herbe Notenpalette. Willst du einen Schütteltest machen? Ich finde, er ist fast gar nicht sauer. Eher dann schon bitter. Ja, definitiv. Aber noch in einem angenehmen Rahmen. Ich habe wenig Schärfe, aber viel Alkohol. Ja. Also das ist einer der wenigen Whiskys bisher im Kalender, wo ich sagen würde, okay, da könnte man mal ein Schlückchen Wasser dran machen zum Verdünnen. Muss man aber nicht. Aber dementsprechend, ich sag's jetzt einfach mal, es tut mir auch echt leid, 59,6%. Ich sage 60. Das ist so geschummelt, ey. Ey, wirklich so geschummelt. Spaghetti mit Tomatensauce. Eine Menge Alkohol. Komm ich nicht mehr von los. Naja, aber der hat auch echt süße Aromen. Wirklich, du nimmst einfach so eine Zange und mischst die Soße mit den warmen Spaghetti durch und dann gießt nochmal Whisky rüber. Das ist es einfach. Na, ich könnte mir auch schon hier so. Der hat so ein leichtes Salzaromen. Ist jetzt gar nicht irgendwie torfig. In dem Sinne, aber wenn ich das in so eine Auster kippe, könnte ich mir auch gut vorstellen. Würde auch passen. Das salzige Nudelwasser. Bleib du gern bei der Nudel. Wir haben aber auch auf jeden Fall, ich betone das jetzt zum vierten Mal, auch süße Aromen, die hier mitschwingen. Ja. In der Bolognese. Ich hab's verstanden. Nee, ist keine Bolognese. Was ist es denn dann? Ja, diese klassische Tomatensoße von hier in Napoli. Ohne Fleisch? Napoli. Ohne Fleisch. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ja, es ist einfach Tomaten, es ist wie Pizza Margherita quasi. Das nennst du Essen oder Vorspeise? Die heißt, glaube ich, sogar Napoli.
Mit Oregano. Frederico. Und Basilikumblätter. Ja. Das schmeckt. Parmesan? Ja, das? Nein. Parmesan, ne? Also, naja, für mich schon, aber... Nee, für... aber hier. Ja, lalalala, ist ein bisschen lalalala. Parmesan mit dran. Aber leichte käsige Aromen habe ich auch, so minimal Bauernhof. Hm? Findest du nicht? Ich habe schon floral ehrlich gesagt, um das ja, mal so ein bisschen allgemeiner zu fassen. Dung. Ja, aber das ist das für mich. Ach, okay. Das fasse ich da drunter. Ganz spannende Geschichte. Aber jetzt haben wir ganz viel geredet. So freiche. Wie ich dich so einschätze, würdest du jetzt wahrscheinlich den auf Italien schätzen, von der Region, oder? Kannst du gerne loggen. Gar kein Problem. Italien ist der Rest der Welt, ne? Tomatenfass? Wäre schon geil. Das ist ein Tomatenfass. Sehr gut. Das ist so eine runde Sache. Das schreibe ich mal wieder frech, wie ich bin, keinem Schotten zu. Keinem außerhalb von Schottland zu. Sorry. Ich trinke nochmal einen Schluck, aber das ist allerfeinster Stoff. Das hat nix. Nee, das ist einfach gut. Leichte Schärfe, schwer. Vom Charakter eher Highlands, Schrägstrich, vielleicht sogar wirklich Hybriden, also Inseln. Schwer. Alkohol haben wir. Region, ja. Willst du was loggen? Ich sage erstmal Schottland. Inseln. Ja, sage ich auch Schottland. Inseln? Ja, Highlands oder Inseln. Dann gehe ich auf Highlands. Dann sage ich Insel. Ist okay. Ist Campbelltown eine eigene Region? Ja. Haben wir schon 85 Mal geklärt. Okay. Dann möchtest du Fass oder Alter? Weder noch eigentlich. Dann Alter. Okay. Muss ich kurz noch einen nehmen? Ich sag, das Ding ist 11 Jahre alt. Könnte sein. Und ich sag, das ist ein Finish. Im Weinfass. Jetzt wird es nämlich richtig bunt. Ich sag, da ist trockener Sherry mit dran. Und vom Alter gehe ich weiter runter. Der hat sage und schreibe 6 Jahre auf dem Buckel. Meinst du echt? Wenn es feinster New Make ist, der gut destilliert ist, kann man das mal machen. Mhm. Der hat noch immer so eine Fruchtigkeit. So, ich halte kurz fest, bevor du hier wieder rumspringst wie so ein kleines Känguru. Nee, will ich schon wieder. Nee, du hast 60% nee, ist gelockt. Gesagt. Ist gelockt. Ich habe 59, irgendwas gesagt. Ja, 7. Werden wir mal sehen. 59, 7 meinst du. Irgendwie sowas. Fass, du hast gesagt, da ist ein Ex-Wine-Einfluss und ich habe Ex-Sherry gesagt. Ja. Region, Highlands, ich habe Inseln gesagt. Hm. Und jetzt fehlt Alter. Das Alter und ich hatte 6. Ich hatte 11. Okay. Wo ich gerne auf 9 gehen würde. Oh. Aber ist egal. Nee, ist gelockt. Oh, dann nee, es ist gelockt. Okay. Dann mach doch deine 9. Ist okay. Meinst du? Ja, ist nicht. Dann gehe ich auf 10. Das ist genau in der Mitte. Okay, das ist fair. Damit kommen wir uns nicht ins Gehege. Ja. Perfekt. Außer wenn es eine 8 wird, dann. Hier geht der Punkt an mich. Sicher? Nein, also. Nee. So, wie viel würdest du ausgeben? Ich würde 65 Euro ausgeben. 69,99. Okay, geil. Dann gucken wir mal, was jetzt hier so um die Ecke kommt. Moin Leute, willkommen zu einer Sonderedition. Zur Sonderedition. Kleiner Einspieler. Und zwar haben wir gerade festgestellt, wir haben aus Versehen Türchen 20 und 19 vertauscht. Deswegen gibt es ab hier jetzt gerade einen Cut und wir lesen einfach die Lösung vor, die Heiner gerade geschickt hat, weil wir die Fotos, die wir dann vorgestellt haben im Originalvideo, tatsächlich genau falsch rum waren, was uns beruhigt, denn wir konnten es nicht mehr glauben. Ey. Deswegen haben wir auch nochmal nachgeforscht. Wir haben, werdet da sehen, die beiden einfach vertauscht, 19 und 20, und deswegen kommt jetzt die Auflösung. Back in good old Scotland, zu Türchen 20. Es gibt einen King's Barnes Balcony aus Oloroso Sherryfässern in Fassstärke 59,9%. Der Sherry dominiert auch die Nase mit frischen, spritzigen Noten. Cranberries,
Äpfel und Johannisbeeren zeigen sich. Am Gaumen beginnt er weich mit viel Sherry. Panna Cotta mit Beerenfrüchten bringen Süße mit. Cremige Cranberries werden heißer und heißer. Ein voluminöses Finish präsentiert erneut viel Sherry und Johannisbeeren. Toffee und Kirschmus bleiben etwas länger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Lagavulin 16. So ähnlich. Ja? Rosai. Viel schlimmer noch. Es ist wirklich peinlich. Ich wollte was ganz anderes nehmen. Right? Ich sage es nochmal. Also, wir haben einen King's Barnes. Ach du Scheiße. Relativ neue Destille. Verdammte Scheiße. Die waren aber immer gut eigentlich. Warum lasse ich mich von dir beschnacken eigentlich? Ich hab dir gesagt, nimm was anderes. Es ist einfach Ex Oloroso American Oak Sherry Butts. Ich hab dir gesagt, nimm was anderes. Du hattest Sherry schon gelockt. Aber immerhin American Oak, ja, das ist, haben wir ja gesagt, amerikanische Weißeiche. Ich führe halt mit 4 Punkten. Ja, ja. Deshalb ziehe ich dich jetzt einfach die restlichen Videos immer mit in so einen Abhang, wo keine Punkte mehr kommen. Also es gibt 3600 Flaschen von dem Ding. Der ist in Fassstärke abgefüllt. Und jetzt kommen wir doch mal zu dem Interessanten. Ich hatte hoffentlich 58%. Nee, ich weiß, 57 hatte ich. Mhm. 59,9 hatte er. Fast 60%. Oh, Scheiße. Fast 60%. Oh, das ist aber gut gemacht. Das ist so. So, und das Ding ist nämlich NAS. Der hat keine Altersangabe, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Und wo kommt King's Barnes her? Tja. Ungefähr? Zeig ich. Das ist ziemlich low von dir. Ist es Lowland? Nein. Ich dachte, ist Lowlands. Okay. Lowlands, ja. Ach, verdammt, ey. Das ist doch echt schon wieder zum Mäusemelken. Das tut mir richtig weh im Herzen. 59,9. Lowlands und wir haben hier Ex Oloroso American Oak Sherry Butts. Was fehlt noch? Das Alter NAS steht nicht drauf. Damit gibt es summa summarum so viele Punkte, wenn ich mich nicht erzählt habe, für beide von uns. Ey, Nullnummer muss auch mal sein. Hatten wir noch nicht dieses Video? Doch, hatten wir schon. Diesen Kalender? Ich glaube, eine Nuller hatten wir schon. Aber das machen wir nur fürs Grand Finale, damit es spannend bleibt. Ja, und das Problem ist ja auch, wir hatten noch keinen Bourbon. Ne? Irgendwie wartet man ja darauf, dass auch nochmal sowas kommt. Ne? Oder ein Japaner oder vielleicht noch ein Deutscher jetzt oder so. Ich habe noch einen Preis geguckt. Däne. Also ich kann schon mal sagen, ich würde es nicht bezahlen, egal wie teuer der ist. So, was haben wir? Die sind auch günstig immer. 62 Euro. Ja, ist fair. Würde ich nicht kaufen. Nee, das habt ihr davon. So einen blöden Unfug hier mir kredenzt. Ja, aber würde ich mir auch nicht kaufen, ne? Also wenn ich dann die normale Skala noch anziehe, dann verliere ich die Bourbon-Skala. Das wäre die Bourbon-Skala. Ja. Geht da richtig unter. Auf der normalen Skala ist er unter der 80. Unter der 80, leider. Ja. Nee, aber ist so. Ah, nee. Okay, sehr gut. In diesem Sinne, wir hoffen, es hat euch gefreut, uns leiden zu sehen. Uns failen zu sehen, primär dich. Ich Träne mich, ist raus. Ich hatte Sherry gesagt und ihr wisst auch, ich hatte NAS auch im Mund. Ich wollte dir noch zum Sieg helfen, ja? Ich habe noch gesagt, du hast Sherry gelockt. Dir war es egal. Lowlands hatte ich auch mehrfach, glaube ich, betont in diesem diesem Sinne, wir bis sehen zum uns nächsten Mal. 20. Und bis demnächst. Ciao.